Musik spielt in diesem Spiel eine große Rolle, ne? Habe ich ja von Anfang an gesagt. Oh, da hängen nicht Stühle, da hängen jetzt Leichen. Okay. Vor allem, ich mag die Musik in diesem Spiel, ne? Die ist halt richtig cool. Ja gut, 13 ist halt die Zahl. Ist das das Alter von Annika gewesen? Aber... Da, 13. Jetzt. Der Gigant erzählte mir auch von deinem Unfall. Wir haben gesoffen und einen Autounfall gehabt. Und dann sind beide gestorben. Oh, bitte lass es nicht so sein. Bitte nicht. Oh, das wäre... Mann, wir brauchen am Ende auf jeden Fall irgendeinen Plot-Twist, so. Weil sonst haben wir quasi nach den ersten 5 Minuten Game schon irgendwie die ganze Geschichte geschnallt. Das wäre so schade einfach. Na gut, das mit dem Autounfall, das kam nicht direkt von Anfang an. Das wäre jetzt auch nicht so eine krasse Story, so. Hey, wow. Das hat man halt auch schon so oft gehabt. Ich renne mal, ne? Ich hoffe, das ist okay. Ich gehe hier definitiv im Kreis. Ja. Vielleicht müssen wir gleich einmal zurückgehen. Oh Gott. Ich muss irgendwie rausfinden, durch welche Türen ich hier gehen muss. Damit ich hier rauskomme. Ah, ne, okay. Oh. Ist das das Postamt? Hä, hat da nicht irgendwas aufgeblitzt? Guck mal. Achso, ne, okay. Ist nur vom Fernseher irgendwie was. Videokassette. Kann ich die gucken? Nein. Oh no, sag nicht, ich muss wieder jeden Spind aufmachen und irgendwo ist ein Schlüssel drin. Ach, das ist die Tür. Ja, okay, ich weiß, wo wir sind. Wir sind jetzt wieder auf dem Flur gleich vom Postamt, wo er gesagt hat, die Tür ist zwar nicht verschlossen, aber blockiert von der anderen Seite. Okay. Gucken aber trotzdem mal eben alles durch.
Tür ist weg. Aber wir haben doch jetzt hier gar nichts gemacht in der Welt, ne? Wir haben zwar jetzt die Tür da aufgemacht, aber gefunden haben wir da nichts. Wo war die Tür? Hier, ne? Aber zurück ist die Tür ja immer irgendwo anders. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Puh, siehst du, Kai, wir brauchen gar nicht irgendwelche Geräusche, um mich zu erschrecken. Ihr müsst mir einfach nur ein Follow geben, dann erschrecke ich mich auch. Okay, mir fallen an mich die Augen zu. Ich verabschiede mich für heute und bis später. Danke für den Follow. Ziel erreicht. Ja, es ist aber auch schon... Boah, wie spät haben wir denn jetzt? 1.15 Uhr. Ich merke das daran, dass ich müde werde, wenn mir halt so ein bisschen kalt wird. Okay, die liegt da hinten. Ich hole mir mal eben mein Jäckchen und ziehe mir das mal drüber. Danke auf jeden Fall für dein Follow und bis später mal. Kannst du den Anfang nachgucken und den Teil, den du jetzt gesehen hast, vorskippen und dann kannst du es ja zu Ende gucken. Oh, ich muss mal eben meine Jacke holen. Ach so. Oh, schon besser. Voll die dicke Jacke so. Weil mir ist gerade voll kalt, ey. Huh. Sieht noch Mist aus, aber machen wir noch anders. Ja, machen wir. Gucken wir mal, ob wir morgen dazu kommen, ne? Dass wir das machen. So. Weiter geht's. Ich glaube auch, dass wir kurz vor Ende sind, oder? Wie lange streame ich jetzt schon? 5,5 Stunden. Okay. Ich brauche zwar immer ein bisschen länger. Aber da wir hier ganz gut durchkommen, könnte ich mir eigentlich vorstellen, dass wir doch wirklich... Das hat man schon gelesen, ne? Ja, genau. So, wo ist das Portal, dass wir jetzt aus dieser Welt wieder rauskommen? Auf Klo, ne? Wahrscheinlich. Tatsächlich. Okay. Ich muss wissen, ob es Ihnen gut geht. Sie müssen sich beruhigen. Benutzen Sie den Beatmungsbeutel. Helfen Sie ihm beim Atmen. Und machen Sie einen Ultraschall. Andrea! Rosie! Tun Sie es! Helligkeit, auch du? Okay, da haben wir jetzt gesehen, ja. Er hatte halt einen Verkehrsunfall und die beiden sind dabei gestorben, wie wir schon gesagt haben. Zum Teufel, Annika, wohin soll ich gehen? Das frage ich mich jetzt gerade auch. Kann ich hier jetzt wieder raus? Scheiße. Nicht schon wieder, lass mich in Ruhe. Okay, ich renne mal hier lang und dann renne ich da lang.
Hier runter? Es fühlt sich so leer an. Es ist eine Tragödie, was mit diesem Mädchen passiert ist. Aber ein Unfall ist ein Unfall. Jack sagt, dass es keine ungewöhnlichen Vorkommnisse gab und ich bin sicher, das stimmt. Er ist der Sheriff und wir sollten ihm glauben. Erin trauert und sie braucht jemanden, dem sie die Schuld für den Tod ihrer Tochter geben kann. Sie schickt Briefe an Zeitungsredaktionen und TV-Sender, um zu sehen, ob sie jemand dazu bringen kann, darüber zu berichten, weil sie glaubt, hier wäre ein Mord passiert. Niemand will diese Stadt in einen gottverdammten Zirkus verwandeln. Was passiert ist, ist passiert. Ich werde Tom darum bitten, ihre Briefe zu entsorgen. Er wird es verstehen. Okay, wahrscheinlich der dritte Vater vom dritten Jungen ist wahrscheinlich, arbeitet bei der Post oder was? Sie waren verbannt, er beschützte ihn genau wie der Polizeichef. Ben hat Erins Briefe umgeleitet, ja. Was für eine krass verfickte Verschwörung. Okay. Sehr geehrte Bezirksstaatsanwaltschaft, heißt es eigentlich, ne? Oder sehr geehrter Bezirksstaatsanwalt. Mein Name ist Erin Crisio. Ich weiß nicht, ob Sie meine bisherigen Briefe gelesen haben, deshalb schreibe ich Ihnen erneut. Meine Tochter Annika und ich zogen aus der Großstadt und hofften auf ein besseres Leben in Dormont. Alles, was wir wollten, war ein ruhiger Ort zu leben und diese Kleinstadt brachte uns neue Hoffnung. Aber seit dem ersten Tag schaut uns hier jeder an, als würden wir nicht hierher gehören. Mir machte das nichts aus, aber meine Tochter Annika litt sehr darunter. Es fing mit den Blicken an und es wurde immer schlimmer. Meine Tochter wurde von rüpelhaften Kindern terrorisiert und schikaniert, weil sie anders und schwächer war als die anderen. Ich beschwerte mich mehrfach beim Schuldirektor und beim Sheriff, dessen Sohn der Anführer der Gruppe war. Ich beschwerte mich bei jedem, den ich finden konnte, aber alle schauten lieber weg oder sagten, dass dies nur harmlose Streiche von Kindern sind. Einer dieser Streiche ging viel zu weit und nun ist meine Tochter tot. Jeder weiß, wer daran die Schuld trägt, aber niemand will etwas unternehmen. Jeder in dieser Stadt beschützt die Rüpel, die am Tod von Annika schuld sind. Der Sheriff unternimmt nichts und behauptet, der Fall ist geschlossen. Er hat nicht einmal eine Untersuchung durchgeführt, weil sein Sohn darin verwickelt ist. Bitte helfen Sie mir. Alles, was ich möchte, ist Gerechtigkeit. Hochachtungsvoll, Erin Crisio. Der Leiter des Postamts behielt Erins verzweifelte Briefe. Ein Hoch auf die E-Mail. Tom, ich möchte, dass du alle Briefe von Erin Crisio entsorgst. Sie versucht nur, unnötige Aufmerksamkeit auf Dormont zu lenken. Es war eine richtige Tragödie, dass ihre Tochter starb, aber es war ein Unfall. Die anderen Kinder müssen nicht darunter leiden. Sie wird darüber hinwegkommen. Ben.